Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit mir, dem DevTex. Ja, heute sehen wir hier das lang ersehnte Pack-Opening von Black Ops 3, das Ganze auf der Xbox One. Das Pack-Opening ist jetzt halt schon ein bisschen älter. Ich wollte das ja letztes Wochenende hochladen, aber da war das Double XP Weekend. Und da sage ich mal ganz ehrlich, da habe ich durchgesuchtet. Bin jetzt irgendwie dritten oder vierten Prestige bei der Xbox One. Also dauert nicht mehr so lange bis zum Master Prestige. Ich denke mal, wenn jetzt die nächsten Double XP Weekends kommen, dann wird das auf alle Fälle ganz schnell, ja, passieren, würde ich sagen. Ich habe mir auch überlegt, so, dass ich demnächst halt mal die Pack-Openings live mache. Das heißt, während ich die Dinger öffne, kommentiere ich das auch, weil diese nachkommentieren. Finde ich irgendwo jetzt nicht schlimm. Aber du kannst halt nicht die Reaktionen desjenigen gucken, so wenn er was zieht, wie man sich freut. Weil du kannst ja jetzt ja nicht nachspielen, so, ja, jetzt zum Beispiel, jawohl, geil! So, Neptun, der schafft, so, weißt du jetzt beispielsweise, wie jetzt gerade der vorhin freigeschalten worden ist. So, da, weiß ich nicht, ist halt ein bisschen komisch, so. Weiß ich nicht. Finde ich persönlich dann ein bisschen kacke. Vielleicht werde ich da nochmal gucken, ob ich da mit Facecam machen werde. Da muss ich noch mal gucken, wie das Ganze genau funktioniert, weil ihr wisst ja, ein Video habe ich ja gemacht mit Facecam und das ist ein bisschen asynchron, würde ich sagen. Und zerzackt und sieht einfach nur kacke aus. Ich hatte ja gesagt, ne, ob ich in Zukunft auf Twitch oder Hitbox streamen werde, weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau, für was ich mich da entscheide. Deswegen so bei der ganze Streaming-Sache wird wohl sich nur noch ein bisschen in die Länge ziehen. Aber ich werde auf alle Fälle wieder streamen, weil mir das halt sehr Bock gemacht hat. Und dann werde ich auch, wenn ich das einmal streame, werde ich natürlich auch richtig dranhängen und Gas geben und streamen. YouTube merkt da jetzt ja auch, ist in letzter Zeit auch wieder bei mir belebter. Ich hau da jetzt, sag ich mal, immer mehr Videos raus. Komm immer mehr. Ich habe eigentlich immer gesagt, ah komm, ich mache in der Woche nur ein Video. Aber manchmal sind es zwei oder drei. Jetzt in der Woche sind es ja zwei. Das war ja Anfang der Woche, Montag oder Dienstag. Dienstag war das, ne? Da kam das Awakening Map Pack raus. Habe ich ja Video hochgeladen. Thumbnail ist jetzt auch davon drin. Und das Thumbnail, was bei diesem Video ist, das ist das Geilste. Das müsst ihr euch einfach geben. Das ist mega. Das habe ich, wann hatte ich das gemacht? Letzte Woche. Samstag habe ich da, glaube ich, gemacht. Samstag in der Nacht. Und das war einfach nur mega, das ist einfach nur geil, gebt euch das. Ich finde das richtig geil, ich bin da richtig stolz drauf. Und bockt einfach. Ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet. Ob euch die Thumbnails besser gefallen als die alten billigen, die ich da gemacht habe. Diese 0815-Dinger. Mit dem, wo ich dann einfach hier so ein, weiß ich, so ein Bild genommen habe. Jetzt, keine Ahnung, jetzt Call of Duty Black Ops 2. Und, dann einfach irgendwas draufgeschrieben habe, so die Schriftart war jetzt ein bisschen verändert, so aber Farbe weiß gelassen. Jetzt habe ich hier so richtig geil gemacht, so mit Schriftstyles und allen möglichen Gedönse. Da werde ich halt mal gucken, was da noch geht an Schriftstyles. Vielleicht gibt es da noch mehr, vielleicht kann man noch mehrere Varianten erstellen. Ich bin da einfach echt mal gespannt. Und ich kann euch nur sagen, es wird in Zukunft richtig geil werden, auf alle Fälle. Ich hab Bock, ich hoffe, ihr habt Bock. Es werden Games gezeigt auf meinem Kanal, die man eigentlich eher nicht so kennt. So werde mal anfangen, auch mal so ein bisschen so die Retro-Sachen, jetzt aber nicht die zu sehr Retro-Sachen, jetzt so hier wie Mario oder sowas, dazu zeigen auf meinem Kanal. Aber vielleicht mal hier so ein Craig Area oder Arena, wie das da heißt. Also sowas so, sag mal so. Was so in den 90ern so war, oder dann halt hier so Command Conquer Alarmstufe Rot 2, da habe ich auch mal wieder richtig Bock drauf auf das Game. Oder so ein Empire Earth. Könnte auf alle Fälle auf meinem Kanal erscheinen, sage ich euch. Habe ich richtig Bock drauf. Natürlich auch weiterhin neue Games, weiterhin Black Ops 2 Gameplays, ein paar Gastgameplays noch. Ich habe nämlich noch ein paar im Anschlag. Da kann man eventuell mal wieder eine Real-Life-Story oder sowas draufhauen. Werde ich gucken, werde auch mal gucken, ob ich vielleicht eventuell nicht mal ein neues Format anfange auf meinem Kanal. Halt, ihr merkt, es wird sich vieles tun auf meinem Kanal.
Und ich bin einfach mal gespannt drauf, wie ihr das findet. Und ja, und ich denke mal, ihr seid auch mal gespannt, denke ich so, was hat der vor und so was alles? Wo möchte der hin? So, also, ne, ihr wisst ja, wie gesagt, YouTube ist ja, sag ich mal, ein ganz großes Hobby und eine Leidenschaft von mir, genauso wie das Stream auch. Und mir macht das einfach Bock, euch, sag ich mal, was ins Öhrchen zu sülzen. Macht mir richtig Bock. So, wenn der eine oder andere jetzt auch wieder sagt, boah, das ist doch voll Schwachsinn, so, guckst du ein Video an und der sülzt ja da irgendwas im Ohr, so. So, ich sag mal so, wiederum genauso gibt's dann auch die anderen, die wieder sagen, so, boah, ja, macht aber voll Bock, ja, voll Bock, deine Stimme so zu hören oder so, weißt du, no homo, ihr wisst ja natürlich, wie ich das mein. Ist ja halt so, das ist bei mir auch so, wenn ich mir irgendwie ein Video angucke oder so, ne, beispielsweise, ich suche irgendwas, bestes Beispiel auf YouTube, ich suche was, ne. Ich gebe dann irgendwie was ein, keine Ahnung, Black Ops 3, keine Ahnung, sag ich jetzt mal, Awakening, DLC, Map Pack oder so. Und dann gucke ich mir ein Video an und ich höre die Stimme und ich merke so, boah, die Stimme ist geil, die macht Bock, so kennt ihr das? Eine Stimme, die macht richtig Bock zuzuhören. Ihr guckt dann einfach andere Videos so, die euch, sag ich mal, eigentlich gar nicht interessieren, aber ihr habt einfach nur voll Bock, so die Stimme zu hören, so. Ihr wisst halt, wie ich das meine, so, weil einfach, da macht voll Bock, so, du hast Langeweile, hast gerade nichts zu tun und dann guckst du dir einfach irgendwie ein Video an, so, und die Stimme gefällt dir einfach, du findest die Stimme sympathisch, du hast einfach Bock, mehr Stuff von demjenigen zu gucken und, ja, so ist das dann halt, da gucke ich mir auch mal irgendwie Videos an, so, wo ich mir eigentlich so denke, so, ey, wollte ich eigentlich gar nicht gucken, so. Keine Ahnung, wie zum Beispiel, dann gucke ich mir irgendwelche Videos an, wie, keine Ahnung, jetzt sage ich mal als Beispiel, Black Ops 3, wie kann ich mein Aim verbessern? Wenn mich das eigentlich gar nicht interessiert, wie ich den verbessern kann, aber einfach nur so vor Bock die Stimme so zu hören. Aber no homo, ihr wisst natürlich, wie ich das meine. Naja, so viel dazu. Und, Black Ops 3, wissen wir ja, ist ja ein umstrittenes Game, da muss man ja nicht immer wieder, sag ich mal, ein Fass aufmachen. Ich bin halt mal gespannt, was dieses Jahr für ein COD rauskommt, 2016. Ich habe mir heute noch 4 Gaming-T-Shirts bestellt, 2 von Black Ops 3 und 2 von Fallout 4. Sehr nice Kiste auf alle Fälle, werden sehr geil werden, die T-Shirts. So. Werde ich auch mal, wenn ich dann im Stream Facecam anhab, werde ich die dann eventuell auch anziehen. Da werde ich die anziehen im Stream, weil das einfach eine Bombe ist. Das passt einfach nur. So, du machst einen Gaming-Stream und dann natürlich Gaming-Klamotten ist natürlich einfach der Burner. Das passt einfach. So wie die Faust aufs Auge. Ja, da gibt es noch andere Vergleiche, die kann ich jetzt hier nicht sagen, weil die nicht jugendfrei sind, würde ich sagen. Ihr wisst halt, wie ich das meine, meine lieben Freunde. Und ja. Und ich sag euch hier beim Pack-Opening, die Krypto, ne, die Krypto-Punkte. Krypto-Keys heißen die, ne? Ja, Krypto-Keys, da seht ihr schon, da habe ich so viele von. Weil wenn du ja die, ich habe die ja mit COD-Punkte, habe ich die ja immer gekauft, weil die waren ja, wie ihr seht, da im Angebot, da haben die ja nur ganze 100 Peitschen gekostet und nicht 200. Und da hat der liebe DevTech sich gedacht, Mann, dann nimm noch mal ein bisschen Geld in der Hand, investier ein bisschen was und mach die Dinger auf. Aber zackig, habe ich mir gedacht. Ja, nichts wie getan, glaube ich, ne? Ganz schnell die Dinger gekauft und die Aktion ging nur noch bis 19 Uhr. Zum Glück hatte ich das pünktlich gesehen. Ich hatte das sonntags um 18 Uhr, habe ich das gesehen. Ey, und ich denke mir so, oh scheiße, du hast nur eine Stunde Zeit, jetzt musst du Gas geben, jetzt musst du schnell gekauft, ne? So via PayPal bezahlt. Dann schön die Dinger aufgemacht, die Kisten und hab mir gedacht, ey, dann nimm das jetzt auf. Ihr habt euch das gewünscht, ein Pack-Opening von Advanced Warfare und von FIFA habe ich einen gemacht. Und dann hatte der Jean-Luc ja geschrieben unter dem Video. Auf alle Fälle schöne Grüße an dich. Hoffe, dir geht es gut. Und der hatte gesagt so, ey, wie sieht das nicht mal aus bei Black Ops 3, so ein Pack-Opening? Hätte er voll Bock drauf. Und hab mir gedacht so, na gut, wenn er Bock drauf hat, haben vielleicht andere auch Bock drauf. Hab mir so gedacht, und warum machst du nicht einfach mal? Und dann habe ich mir sowieso die Keys gekauft, habe mir gedacht, ey, wenn du das schon einmal machst, ne, dann mach die Elgato an, nimm auf und kommentier das so nach, weißt du. Aber ich habe mir gedacht, beim nächsten Mal mache ich einfach direkt so mit live. Facecam, habe ich mir noch nicht so ganz sicher, wie man das machen muss, aber da wird es auch irgendwo Wege, Mittel geben oder so. Das kennt man ja. Und ja, ich denke, das wird. Ich denke mal, ich habe hier so knapp an die 1000, an 900 Krypto-Keys habe ich bekommen, weil die ganze Zeit, ihr müsst euch das vorstellen, für die, die das nicht kennen,
ihr macht die seltenen Vorratslieferungen auf und dann seht ihr an der Seite da immer, Krypto-Bonus kriegt ihr, ne? Und ich habe da so oft immer 30 Stück gekriegt. Ich glaube, das ist das Höchste, was du kriegen kannst an Krypto-Punkte aus den Dingern. Das ist schon echt heftig. So, auf alle Fälle ganz nice Kiste. Ich habe jetzt irgendwie über 1000 an der Xbox, weil ich gebe die nie aus, weil ich finde diese 10er-Kisten, na, da ziehst du auch schon mal was Gutes drin, aber da kannst du auch schon mal Scheiße ziehen. Naja, haut da rein, bis zum nächsten Mal.